Mein Name ist Hermann Kessler. Ich bin Leiter der Theaterbibliothek oder auch Archiv genannt und ich bin hier am Haus seit Dezember 2010. Also ich habe nach der Schule Orchestermusik studiert mit Hauptfach Fagott, habe das auch eine Weile gemacht, wollte nicht freischaffend tätig sein, habe mich deshalb entschlossen, eine Ausbildung zum Musikalienhändler zu machen. Das ist der Beruf, der mit allem handelt, was mit Musikalien oder mit Musik zu tun hat, Noten, Tonträger, Instrumente. Ich habe in Bremen in einer großen Musikalienhandlung eine Stelle gekriegt und nach 9 Jahren wurde hier die Leitung der Theaterbibliothek frei, weil die Kollegin in Ruhestand ging und da habe ich mich beworben und die Stelle gekriegt. Es gibt verschiedene, die von der Spielzeit diktiert werden. Die bestehen zum einen Tage, wo ich nur Stücke suche, Aufführungsmaterialien suche. Dann gibt es Tage, wo ich nur Vorbereitungen mit Papier treffe, wo ich für die Musiker Material herstelle. Und dann gibt es auch Tage, weil ich auch noch Texte schreibe für Kammermusikkonzerte, wo ich mich schreibe oder kundig mache, was ich über Stücke wissen muss. Ein typischer Fachbegriff, über den sich meine Frau immer sehr belustigt, ist der Begriff der Harmonie. Damit bezeichnet man alle Notenblätter oder Stimmen, die keine Streicherstimmen sind, wenn es sich um ein Aufführungsmaterial für ein Orchester handelt. Es gibt aufwendige Produktionen, davon kann ich erzählen. Die aufwendigsten sind in der Regel die Ballettproduktionen, weil Ballett einen anderen Zugang zur Musik hat. Das Ballett erzählt oft Geschichten und da ist die Musik ein Baustein und als Baustein wird sie auch benutzt. Nur kann man von Musikern nicht erwarten, dass sie innerhalb von Sekunden beim Szenenwechsel 30 Seiten umgeblättert haben. Also muss man das sehr genau zwischen Ballettmeister, musikalischem Leiter und mir absprechen, um das Material einzurichten. Und da sind manchmal 2.000-3.000 Seiten erstmal zu kopieren, um dann den Abend herzustellen. Der schlimmste Fall wäre, eine Produktion platzt oder ein Konzert platzt oder eine Probe platzt. Ist mir jetzt alles noch nicht passiert. Man muss den Musikbetrieb, den Theaterbetrieb sehr gut kennen. Man sollte Kenntnisse haben von dem Repertoire im symphonischen Bereich, im Opernbereich. Man sollte sehr interessiert sein, zu recherchieren im Internet oder zu suchen mit Biss, dass man was findet, da auch an Quellen breit aufgestellt sein und einen gewissen Ehrgeiz dran haben, Kataloge zu lesen und zu lernen. Das hat was mit Vokabellernen zu tun. Also das Utensil, mit dem ich am meisten Erstaunen errege, ist diese Maschine, von der man kaum errät, was es ist. Das ist nämlich ein Radiergummi. Das ist so, wir mieten im Theater sehr viele Orchestermaterialien oder Aufführungsmaterialien, die sozusagen auf sauber wieder zurückgeschickt werden sollen, weil die Verlage das wieder verwenden sollen. Das heißt, da fällt sehr viele Seiten zu radieren an und wenn man überlegt, eine Streicherstimme kann bis zu 80 Seiten haben, man hat um die 30 verschiedene Parts, da fällt schon was an. Und dann hat man diese Maschine, da ist hier eine Mine drin, die dreht sich und dann fährt man hier so drüber und dann radiert das. Ich habe gelernt, was für verschiedene Stücke wir hier im Hause haben, die schon seit über 100 Jahren hier schlummern. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Zum Beispiel die Ouvertüre zur Oper Die nächtliche Wanderung von T.H. Moskau. Noch nie gehört. Oder von einem Herrn Kretschmer Klänge auf Greifenstein.
Für mich persönlich bedeutet es die Möglichkeit, viele verschiedene Fähigkeiten mit vielen Menschen auf Augenhöhe zu verhandeln und die auch dann einzubringen. Und es ist was Schönes, mehr allgemein gedacht, wenn man abends nach der Vorstellung nach Hause geht, so eine ganze Schar beschwingter Menschen nach Hause eilen zu sehen, wo man merkt, ach, die haben jetzt einen tollen Abend verlebt.